Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe heute ein paar super wichtige Veranstaltungstipps für euch. Wenn ihr mit eurem Elektroauto mal so richtig Spaß haben wollt, dann bleibt unbedingt dran. Nach dem Intro kommen ein paar super Veranstaltungen für diesen Sommer, die ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, ihr möchtet mit eurem Elektroauto ein Wochenende lang mal so richtig Spaß haben. Ihr wollt an das Verbrauchs- und Reichweitenlimit gehen und auch so ein bisschen im Rampenlicht der E-Auto-Community stehen. Dann müsst ihr euch jetzt bewerben, nämlich zum eCannonball 2022. Die eCannonball startet ja am 23.09. und geht bis zum 25.09. Das ist halt ein Wochenende. Start und Ziel ist dieses Jahr in Hamburg. Das Orga-Team hat sich übrigens für dieses Jahr mal wieder was ganz Neues ausgedacht. Denn dieses Jahr geht es noch stärker um die Effizienz. Also möglichst wenig verbrauchen, die Strecke effizient fahren und die Ladeleistung des Autos eben so optimal wie möglich ausnutzen. Und das wird ein riesen Bewertungskriterium sein. Und außerdem müsst ihr entlang der Strecke Aufgaben lösen, für die es eben auch Punkte gibt. Und die endgültige Platzierung, die erfolgt nur nach den Punkten und nicht mehr nach Zeit. Denn der eCannonball, wisst ihr ja, ist kein Rennen, sondern eine Rallye. Ja, dieses Jahr geht die Strecke quer durch Schleswig-Holstein. Da kann man ja mit dem Auto von Kalifornien nach Brasilien fahren oder mal eben zwischen Frühstück und Mittag von Coast to Coast. Falls ihr euch als Fahrerteam bewerben möchtet, das Bewerbungsfenster ist noch bis zum 12.06. offen, also Sonntag. Was ihr dafür machen müsst, einfach ein 20-Sekunden-Video von eurem Team drehen und dann mit dem Bewerbungsformular hochladen. Geht dazu einfach auf eCannonball.de, Adresse blende ich euch natürlich hier ein und findet ihr auch unter der Videobeschreibung. Ich kann nur sagen, der eCannonball ist für alle, die da jemals teilgenommen haben, ein unvergessliches Erlebnis gewesen und die Elektroauto-Community ist natürlich auch im Livestream die ganze Zeit dabei. Also merkt euch das Datum vor, 23. bis 25. September, eCannonball 2022. Ja, und jetzt gehen wir in den Juli, denn da gibt es natürlich das weltgrößte E-Auto-Treffen, das Sexy Cars Community-Treffen. Das findet am 30. Juli 2022 auf dem Messegelände in Hannover statt. Ja, beachtet die neue Location, das wurde nämlich umgelegt auf das Messegelände, weil die alte Location nicht verfügbar war zu diesem Zeitpunkt. Also nicht vergessen, nicht, dass ihr am falschen Ort auftaucht. Zu diesem Mega-Event, da wurden übrigens schon mehr als 1000 E-Autos angemeldet, also das verspricht echt heiß zu werden. Und ihr habt dann nicht nur zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch untereinander, sondern über den ganzen Tag verteilt, da werden auf der Bühne Expertengespräche stattfinden, Vorträge werden gehalten und so gut wie alle E-Auto-YouTuber sind natürlich auch dabei und die freuen sich auf euch beim Meet and Greet, wenn ihr sie einfach mal ein bisschen anquatscht. Und für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt und auch für eure Kids, da wird einiges geboten. Auf dem ganzen Gelände präsentieren sich auch noch ganz viele Unternehmen in so einer Art Zukunftsmesse. Und da ist mit Sicherheit für jeden was dabei und das wird ein Mega-Event. Also los geht es, wie gesagt, am 30. Juli um 11 Uhr und das läuft bis abends, wo es dann in einer riesigen Party endet, die dann wahrscheinlich in dem vielleicht weltgrößten Autocamping übergehen wird. Und das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Also merkt euch das Datum schon mal vor, 30. Juli 2022. Die Links zum Event, die sind natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann gehen wir jetzt nochmal nach Österreich. Das Rock den Ring Festival, das fünfte E-Mobility Festival, das startet am 26.06., also auch nicht mehr so lange, in zwei Wochen mitten in Wien. Ja, das ist für Norddeutsche vielleicht ein bisschen weit, aber es lohnt sich, kann ich euch sagen. Unter dem Motto On a Mission for No Emission findet das Festival dieses Jahr schon zum fünften Mal statt. Und das bietet eben neben fast allen aktuellen Elektroautos, die ihr dort übrigens live Probe fahren könnt, auch ganz viele Aussteller und Podiumsdiskussionen, Live-Musik und ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie. Ja, und da sind natürlich wieder zahlreiche YouTuber, unter anderem natürlich auch ich. Und wir sind alle da und natürlich für euch zum Fachsimpeln da oder eben einfach nur zum Hallo sagen. Und das Besondere, am Nachmittag ist wie jedes Jahr eine riesen Rundfahrt mit Elektroautos über den Wiener Ring geplant. Und wer Wien etwas kennt, der Wiener Ring, der geht einmal um die Altstadt rum und ist riesig groß und für diese Veranstaltung extra gesperrt worden. Und letztes Jahr, da waren da über 900 E-Autos dabei. Ihr könnt euch ja vorstellen, was das für ein Bild ist. Für dieses Jahr, da hoffen die Veranstalter auf 2000 Autos. Das wäre doch mal ein wahnsinnig starkes Signal für die E-Mobilität. Gerade jetzt, wo das EU-Parlament das Verbrennerverbot für 2035 beschlossen hat.
Und wenn ihr an der Aktion um den Wiener Ring da teilnehmen wollt, dann müsst ihr euch unbedingt vorher über die Website anmelden. Die Adresse blende ich euch hier unten natürlich ein, findet ihr auch wieder in der Videobeschreibung. Und da gibt es ein Formular für die Rock den Ring Runde, nennt sich das. Und ganz wichtig, im Formular, da müsst ihr eine Quelle auswählen, wie ihr darauf aufmerksam gemacht wurdet. Und da wählt ihr unbedingt Move Electric aus, denn der YouTuber mit den meisten Anmeldungen, der darf den ganzen Tross dann anführen. Ja, und da hätte ich schon tierisch Bock drauf, muss ich sagen. Die ganzen Links, wie gesagt, findet ihr unten auch zum Anmeldeformular in der Videobeschreibung. Ja, und wenn ihr an diesem Wochenende noch nichts vorhabt, also am 12.06., da führt die zweite Auflage der ED1000 in diesem Jahr von Düsseldorf auf einem 1000 Kilometer Rundkurs durch Belgien, die Niederlande, nach Bielefeld und wieder zurück nach Düsseldorf. Das Electric Drive Magazin, die haben ganz viele Autohersteller eingeladen, mit ihren Elektroautos daran teilzunehmen. Und 18 Fahrerteams haben sich gefunden und gehen da an den Start. Die ED1000 ist auch wieder kein Rennen, sondern will vor allem demonstrieren, wie gut sich inzwischen Langstrecken mit aktuellen Elektroautos eben ganz souverän und ohne Probleme absolvieren lassen. Und ihr wisst ja, manche Berichterstattung über E-Autos, die strotzt nur so vor Vorurteilen. Und dagegen will die ED1000 was tun. Leider richtet sich die Tour eben dann hauptsächlich an die Presse, aber ihr könnt trotzdem live dabei sein. Denn für das Fiat-Team bin ich einer der Fahrer und zwar zusammen mit Tarek vom Kanal Elektrobikes. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Wir beide fahren also mit einem Fiat 500 e-Icon und berichten natürlich für euch während der Fahrt in diversen Livestreams. Norddeutsche Trockenheit trifft rheinische Frohnatur. Das wird bestimmt mega cool. Ja, der Fiat hat übrigens nur eine rund 40 Kilowattstunden große Batterie und wir müssen deswegen wahrscheinlich ein paar Mal nachladen. Insgesamt werden wir da am Sonntag für die 1000 Kilometer bestimmt einige Stunden unterwegs sein. Also Better Route Planner schätzt so 13. Zumal wir auch noch in Holland und in Bielefeld so einen Pressezwischenstopp machen müssen. Also schaut einfach mal am Sonntag, den 12. Juni, auf meinem Kanal und auch auf dem Kanal von Tarek Elektrobikes regelmäßig vorbei. Dann verpasst ihr nichts. Übrigens, einen Tag vorher, also am Samstag, den 11., also quasi schon in 3 Tagen, da sind alle Teams ab etwa 10 Uhr am Seat and Greet in Hilden. Wer uns also moralisch unterstützen möchte, der ist da natürlich herzlich willkommen. Ja, das waren meine kurzen Event-Tipps für diesen Sommer, wenn ihr mit dem Elektroauto ein bisschen Spaß haben wollt. Würde mich freuen, wenn ich euch oder vielleicht euch bei einem dieser Events begegnen kann, weil ich bin überall dabei. Und ja, habt auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Vielleicht sehen wir uns ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben und teilt es weiter, damit möglichst viele von diesen tollen Veranstaltungen erfahren. Und ja, und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video oder eben am Wochenende bei der ED1000 im Livestream. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut. Ciao.